So, neuer Tag, neuer Char, neues Glück. Heute spielen wir mal mit Kane. Vielleicht haben wir da ja ein bisschen mehr Glück. Wir hatten die letzten 4 Male nicht so viel Glück. Aber jetzt haben wir ein Lucky Food, jetzt können wir bestimmt hier bestimmt was reißen. Ah, ich meine, gibt es gleich eine Bombe am Anfang. Das ist doch schon mal. Und so ein Tränenfall. Komm her hier. Komm her zu Papa. Quatsch. Bombe. Und als erstes gibt's Mr. Boo. Meine riesige Bombe, die wir mit Space legen können. Und ich wundere mich, ich esse nebenbei ein paar Kekse. Wow, und werde sofort angegriffen, nur weil ich einen Keks weglege. Komm her. Boom. Der hat die Tür aufgesprengt. Hier bin ich. So, nichts. Und nichts. Na, super. Das ist ja wieder ganz toll hier. Kommen wir wieder mit gar nichts voran hier. Er hat zwar nur ein Auge, aber er kann mit beiden Augen drehen. Coole Sache. Und als erstes müssen wir gegen Larry Jr. Das fängt ja super an. Das ist ja mein absoluter Lieblingsgegner. Boom! Aua. Ja. Und schon haben wir ein Herz verloren und das Vieh ist noch nicht mal halb tot. Irgendwie müssen wir mal einen davon loswerden. Mal. Komm doch mal hierher. Komm her. Komm zu ihr. Komm zu ihr. Ich mach dich kaputt. Ich hab nur ein Auge. Komm doch mal her. Hallo. Quatsch. So, das war das erste und jetzt. Müssen wir noch den zweiten hier, aber den kriegen wir ja wohl. Zack. Oh, 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 Isaac. Kane. Das war mir ein bisschen zu knapp. Aber hier gibt's nochmal HP Plus dazu. Das können wir gut gebrauchen. Und während ihr euch das anseht, werde ich einen Keks essen. Während Isaac auf dem Klo sitzt. Beziehungsweise Kane. Hier haben wir jetzt Mamis Binde. Nehmen wir mal die Binde mit. Und gehen nach rechts, da die Bombe mich im ersten Kampf jetzt nicht besonders... Halt! Lauerstein. Jetzt nicht so fail. Jetzt nicht so überzeugt hat. Hallo? Toll, die Räume ähneln sich. Das ist ja super. Oh Gott, Zombies. Nein, 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 nein. Nein. Gehen wir mal hier hin und hier sind noch mal ein paar Fliegen. Und noch so ein Stein, also... Ja, eine Bombe. Perfekt. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Machen wir mal Luki Luki. Ein Soul Heart. Not bad. Upsala. Not bad. Da unten ist noch so ein Stein. Hallo. Wow. Einige unter euch werden sich jetzt vielleicht schon gefragt haben, hey, was macht eigentlich diese coole Binde? Im nächsten Endkampf werden wir es sehen. Vermutlich. Wenn es soweit kommt. Sollte ich den hier jemals treffen. Jupp. Hey, mein Soul Heart. Verdammt. Tja. Zwei Coins, keine Bomben, drei Leben. Also wirklich bezaubernd ist das nicht gerade, was wir haben. Eine Binde. Naja, gehen wir mal rein. Monstro! Benutzen wir mal instant die Binde. Und schon ist der Gegner lahmgelegt. Und jetzt können wir da nämlich so gegenschießen die ganze Zeit.
Und haben zumindest mal ein bisschen Luft. Aber schon ist er wieder. Aber Monstro sollten wir ja noch packen. Meine Fresse. Der hat aber die Kotzerei heute, was? Wow. Aber auch da muss man erstmal wissen, wie man laufen muss. Boah, ist der schnell. Wobei ich schlimmer finde, wenn er so hoch springt und dann auf einen so runterfällt. Jawoll. Die Caddo Ninetales. Shotspeed. Oh, die 666 ist ziemlich verlockend, weil es, glaube ich, ziemlich viel Damage abbringt. Aber bei unseren drei Capsules, Hearth Capsules, sollten wir das, oh Gott, lieber nicht tun. Was macht die Spinne denn da für einen komischen Dance? Aua! Aua, fick dich, du Scheißvieh. Bam! Bam! Aua! Na toll, Horst. Was ist das? Es ist braun, ich habe es noch nie gesehen. Aber es hat nichts getan und wir haben so ein Herz gefunden und es einfach mal aufgenommen. Wir werden es wahrscheinlich gar nicht bis zum Ende, da ist es schon weg. Wir sind tot. Ja, wir sind tot. Wir sind tot. Ja, war auch ein scheiß Run. Wir machen gleich instant noch einen. Gleich hinten dran. Ganz ehrlich. Kanes zweite Chance. Damit ihr gar nicht noch ein zweites Video abwarten müsst, gibt es gleich Kanes zweite Chance. Mit heiligen Wasser. Bestes Item ever. Wenn wir getroffen werden, kommt Wasser auf den Boden, was Gegner schädigt. Ja, ehrlich gesagt hätte ich alles andere lieber gehabt, aber naja, was soll's. Es gibt halt effektivere Sachen. Boom. Komm her. Komm doch mal hierher, du Scheißvieh. Nee, komm doch mal her. Sag mal. Also. Boom. Oh, eine Pille. Geil. Und haps. Pretty Fly. Ja, Fliege, beschütze uns. Finde ich, ist eine gute Idee. Gut beschützt. Oh, ein Schlüssel. Den könnten wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Aber nicht hier. Also, auf zum Endboss. Oh, Feynman. Na super. Sag mal, hat der eine Macke? Haha. Also ganz dicht ist das Vieh nicht. Klatsch. Haha. Genau das will ich eigentlich immer verhindern, nämlich dass eine Fliege hier rumgeistert, wenn er sich verwandelt. Aua. Komm, Feynman, stirb einfach. Und wie immer gibt es bei den Reitern einen Cube of Meat dazu und Downtown, na. Wir kriegen ein Geschenk mit Scheiße da drin. Toll, Scheiße, wollte ich immer mal haben. Boom, holy shit. Eieiei, auf einmal fliegt wieder alles in die Luft. Oh, diese verrückten Viecher. Komm her. Gott. Toben, hallo. Hallo, ich bin Isaac. Beziehungsweise Kane. Hallo, ich bin Kane. Aha. Hallo, ich bin Kane. Hallo. Pschu. Geht doch. Pschu. Irgendwie brauche ich mal Bomben.
Bomben und Schlüssel und Coins und das nicht. Eigentlich hätte ich gerne einmal alles. Ich nehme einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Im Sparmenü, ja? Aha, Bomben. Möp. Mein Soul Heart. Nicht in die Spinnenweben laufen, sonst werden wir zu langsam. Komm her. Kommst du her? Kommst du her? Ich mach dich Kartoffelsalat. Kommst du her? Fetch. Zip. Noch so ein Raum. Ich liebe es, wenn die Räume sich ähneln. Nein! Ich wollte gar nicht in den scheiß Shop rein. Wir können ja mal reingucken. Oh, ein Book of Revelations. Aber leider werde ich niemals 15 Coins zusammenkriegen. Für alle, die es nicht wissen, das Buch mit dem Kreuz drauf ist das Book of Revelations und bringt ein Soul Heart zurück. Das heißt, man drückt Leertaste und hat automatisch ein Soul Heart. Das ist saugeil. Und das kann man immer machen, wenn das Ding sich aufgeladen hat. Und zwar dieses TNT-Fass in die Luft fliegen. Ja, du hast ein Mondgesicht. 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 Two bombs and a key. Speed and damage up. Damage up ist gut. Speed up ist auch gut. Schlecht ist, dass wir immer noch nur 3 Herzen haben. Und gegen Gertie Jr. dran müssen. Oh Gott, ich hasse dieses Vieh. Yep, genau deswegen. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Möp. Boom! Bäh. Mr. Slidey. Tschu! Boom! Dededin. Und Tears Up. Gottes Willen. Und The Emperor. Und Backup. The Caves. Ups. Das war jetzt nicht so schlau. Gut, dann treten wir auch gleich nochmal gegen Piep an. Vorsicht, Dieter. Ich laufe da aber auch immer genau rein. Ja, das war auch ganz besonders schlau. Warum laufe ich da immer rein? Es hat gepinkelt. Und wir sind gleich tot. Auge. Auge, 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 Auge. Weglaufen, weglaufen, weglaufen! Wollen ja nicht 2 Runs hier in 10 Minuten verlieren. Werden wir aber. Das war knapp. Vika ist tot. Okay, 2 Fail-Runs hintereinander ist ja mal das Highlight. Dear Diary, today I died. I was killed by this thing. It's a cave. I leave all that I own to my cat Grubby. Goodbye, cruel Kane.